Hallo und herzlich willkommen zu Sub-Level Zero. Mein Name ist MrLander1974. Ja, und dieses Spiel kommt am 8.10. raus. Ich bin ganz ehrlich, ich hab's, schlag mich, 200 Tage vorher gehabt. Das heißt, wir können euch jetzt hier keine großen Multiplayer-Schlachten geben, weil ist noch nicht. Was ich aber zeigen kann, ist den Singleplayer. Den kann ich davon zeigen. Wenn ihr echt das... Ja, lass mal ruhig mit Tutorial. Ist wurscht. Werdet ihr gleich eine Menge wiedererkennen. So, wir können ja einfach mal... Ich mach mal Erzähler, bevor ich was erzähle. Das war auch ein schöner Satz, glaube ich. Niemand weiß mehr, was damals passiert war oder warum. Seit hunderten von Jahren löst sich das Universum an seinen Rändern immer mehr auf. Ganze Sonnensysteme verschwinden und tauchen, wenn überhaupt, Lichtjahre entfernt wieder auf. Wurmlöcher entstehen ganz spontan. Risse im Raumzeitgefüge verschlucken unachtsame Schiffe und zerreißen Planeten zu neuen Asteroidenfeldern. Die Menschheit existierte in... entwickelten Clans, was auch immer steht, in Form von unterschiedlichen entwickelten Clans, weit verstreut auf vielen verschiedenen Planeten. Ihre einst so umfangreichen Kenntnisse in puncto Wissenschaft und Technologie fast völlig vergessen. Natürlich, wie immer. Sci-Fi halt. Die meisten Clans tun, was immer in ihrer Macht steht, um in der immer mehr verschwindenden Realität zu überleben. Warlords, die über gesetzlose Sternsysteme gebieten, überfallen diese Clans mit Hilfe von selten gewordenen Kriegsschiffen aus der Zeit vor dem großen Ereignis. Sicher. Einige Clans jedoch suchen nach dem alten Wissen in der Hoffnung herauszufinden, was damals geschah, und jene Ereignisse letztendlich wieder umkehren zu können. Als Späher für deinen Clan bist du in einem unbekannten Sternsystem über eine uralte Einrichtung gestolpert, die in einem von Fluxstürmen durchtosten. Steht da wirklich? Asteroidengürtel, verborgene Station, wird von automatischen Verteilungssystemen geschützt. All das sind untrügliche Zeichen dafür, dass hier Arkane von der ereignisstammenden Technologie zu finden sein müssen. Natürlich! Das ist klar! Wenn ich nie weiter weiß, dann ist das Magie! Ist das ein Spiel der katholischen Kirche, oder was? Trotz der starken Interferenzen gelingt es dir, die Anführer deines Clans zu kontaktieren. Warte auf eine Eingreiftruppe. Sammle Informationen. Du näherst dich der Einrichtung, um so viele Informationen wie nur möglich zu finden. Zu spät wird dir klar, dass die Einrichtung selbst der Grund für die Stürme ist. Als du den Flux verlässt, bringt die damit verbundene Energiewelle das ohnehin bereits instabile Gefüge der Realität komplett aus ins Wanken und lässt ein Loch entstehen, in das die Einrichtung, die Asteroiden und auch dein Kampfschiff gnadenlos hineingezogen werden. An ein Entkommen mithilfe deines schwachen Fluxantriebes ist nicht zu denken. Du hast nur noch eine einzige Option. Du musst dich in die Station hineinbegeben und darauf hoffen, dort die nötige Technologie zu finden, die dich wieder nach Hause bringen kann. Und vielleicht kannst du deinem Clan auch noch das... Wir wissen nicht, was da nur stand. Ja, ich sag's mal so, ihr seht das jetzt sofort. Ich überlege gerade. Ich glaub, das ist mit Maussteuerung besser. Ich kann es, glaube ich, auch mit Controller steuern, aber ich glaube, mit Maus gefällt mir das besser. Ja, ihr seht schon, wenn ich da so rumschwebe, dass euch das vielleicht ein bisschen bekannt vorkommt. Ja, es ist sehr decent-lastig. Und ja, es ist jetzt nicht so verkehrt. Also wer Decent nicht kennt, Decent war, vor allem auch der zweite Teil, war richtig, richtig Kult in dieser 3D-Szene. Ja? Also ich meine, da haben wir nicht nur Doom und Duke Nukem, sondern eben auch das Ding so, wo will er mich denn hinschicken? Aufwärts bewegen, da ist aber nichts. Du Vogel, da ist was. Unten ist was. So, halte während der Vorwärtsbewegung Lift Shift. Ja, das ist der Boost. Das ist mir klar. Warum kann der Boost jetzt nicht greifen, weil ich irgendwo hänge? Ja. Ich glaube, irgendwo mit E kann man sich drehen. Das ging, glaube ich, auch. Mit der Maus geht das übrigens ein bisschen einfacher als mit dem Controller. Um schon mal ein bisschen zu meckern. So. Na, jetzt kriege ich auch meine erste Waffe.
Komm, pack sie an, ich will ballern. Danke. Naja, ich will nicht direkt ins Inventar. Ich will jetzt hier mich freischießen. Das, was ich am besten kann. Ist auch sowas wie eine Map? Naja, gut, aber ich wollte euch das ja nur mal so kredenzen. Ich bin mal gespannt. Es kommt ja auch ein neuer Ableger von Descent. Ob das dann so ein bisschen so... Na, da war ich schon. Irgendwie einmal schön im Kreis gedreht. Ob das so dann wieder ein neues Genre entdeckt, ich bin da mal sehr gespannt. Ich bin auch ein bisschen sehr skeptisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, komm. Ich komme da schon durch. Jetzt bin ich, glaube ich, total andersrum. So. So, da geht's weiter. Oh, auch nicht. Raketenwerfer in die Ausrüstung zu nehmen, den habe ich. Wo willst du mich denn hinpacken? Kann ich jetzt nur wieder zurück? Ich überrasche euch jetzt mit der Tatsache, dass das das Tutorial ist. Und um es vorwegzunehmen, das Tutorial ist nicht das Spannendste vom Spiel. Also musikalisch finde ich es gar nicht verkehrt, das, was ihr im Hintergrund ein bisschen hört, dass das ganz gut ist. So. Aber ich weiß nicht. Oder war das ganz vorne, dass dann da irgendwas passiert ist? Ich glaube, das war irgendwie so ganz... Ja, genau. Erklärt er uns das Rollen. Das ist nicht ganz unwichtig. Aber ich will hier weiter. Da bin ich doch da schon wieder. Hat sich irgendwas Neues geöffnet? Nein. Also habe ich wieder irgendetwas. So, müsste ich vielleicht. Ja, ja, das ist mir schon klar. Das weiß ich alles. So. Oder geht jetzt erst irgendwas wieder weiter? Ich mag Tutorials. Vor allem halten sie sich grundsätzlich an das, was sie machen. Sonst geht da alles nicht. So. So. Es ist offen, ne? Ah, genau. Das ist der erste Feind. So, das war der erste Feind. Ich glaube, da ist noch was. Ja. Ich tanze dich aus, mein Freund. Ich war übrigens immer so ein Fan, vielleicht für die zwei Leute, die das noch kennen. Kennt ihr noch Terminal Velocity? Auch schön. Aber Descent 2 war richtig gut. Descent 1 fand ich jetzt nicht so spannend. So, toll. Großartig. Das Reparatursystem. Ich bin mal gespannt, was ich euch so zeigen kann mit dem Titel. Kartenansicht. Okay. So, nehmen wir mal noch nicht. Schießt jemand auf mich, da war ich garantiert noch nicht. Komm. Aber es steuert sich mit der Maus 10-mal angenehmer. Also. Für die zwei Leute, die das mit Controller spielen wollen, lasst es. So, was haben wir hier Schönes? Wahrscheinlich auch wieder ein Feind. Ja, ich glaube, das ist ein dickes Ja. Ist auch weg.
jetzt auch noch irgendwas finden? Nö. Dann ist das auch uninteressant. Jetzt mal weiter, dann geht's noch nicht weiter. So, wo muss ich denn hin, liebe Freunde der seichten Unterhaltung? Da ist alles zu, ne? Ah, da ist was. Ich wundere mich gerade. Müsste mir der nicht erzählen, wo ich jetzt hin soll? Oh, will mir nichts erzählen. Na ja, gut. Wieder zurück. Haben wir da, glaube ich, noch einen anderen Weg gehabt. Gehen wir den gleich. Hier waren wir noch nicht, ne? Ja. Da waren wir garantiert noch nicht, sonst wäre der nämlich schon tot. So. Ich weiß, das ist absolut unfair. Ich sehe, dass Hardware ausgepackt wird. Ich will damit spielen. Warum kriegt das eigentlich die 3F-Schicht? Ich bin schließlich länger hier als jeder einzelne von denen. Und warum haben wir das Zeugs überhaupt? Ich kann mir überhaupt nichts vorstellen, wofür man solche Drohnen hier brauchen würde. Ich meine, ich weiß, dass alles, was sie uns erzählen, nur ein Märchen ist. Und die wissen, dass wir das wissen. Es ist etwas, was wir den Leuten erzählen können, die uns danach fragen, statt dass wir ihnen sagen müssen. So könnten wir? So könnte dir das sagen? Aber dann müsste ich dich umbringen. No, really. Aber trotzdem, das alles passiert einfach nicht so richtig zusammen mit beschädigt. Ach, das war wegen Damage. Könnte sich wirklich etwas ausdenken, was ein bisschen überzeugender ist. Okay. Hat er mit? Gut. Das sind bestimmt die arkanen Kräfte. Das sind nicht die arkanen Kräfte. Das ist ein ganz normaler Feind. Okay, da geht's nach unten und da geht's weiter. Da ist ein Boah! Alright. Du willst mich angreifen, mein Freund. Das war grundsätzlich ein blöder Plan. Wer schießt denn hier? Da hat irgendeiner geschossen. Okay. Läuft. So, das war Nummer 1. So. Weg. Weg und dich mach ich auch weg. Hey. Dich könnte ich wegmachen. Hätte. Ja, das ist natürlich schön. Na egal, das passt ganz gut, um hier auch das gleich abzubrechen. Wenn ich hier schon naja, komm, Menü reicht. Ja, Sub-Level Zero müsste überlegen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sagen kann, dass das so der Decent-Killer ist. Es sieht okay aus. Muss man sich wahrscheinlich noch ein bisschen dran gewöhnen. Und ich muss mir wahrscheinlich noch ein bisschen angewöhnen, mir irgendwie auf die Anzeigen zu gucken. Weil ohne Munition ist es grundsätzlich doof, in den Kampf zu ziehen, wie man gerade gesehen hat. Ja, gut. Aber ich wollte es euch mal zeigen. Kommt am 8.10. raus. Ich durfte es zeigen für euch. Habe ich getan. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.